Ein chinesischer Immobilienkonzern mit 305 Milliarden Dollar Schulden rast auf die Pleite zu. Kann man diesen Zusammenbruch noch verhindern? Und wenn nicht, was heißt das für das chinesische Finanzsystem? Droht dem jetzt eine Krise, die genauso schlimm ist unter Umständen wie für die USA Lehman Brothers im Jahr 2008? Darum geht's heute. Willkommen bei Zukunftsmärkte. Deutschland hat gewählt und das Volk hat jetzt endlich gesprochen und trotzdem hat jetzt irgendwie jeder ein Regierungsmandat und auf der anderen Seite auch wieder keiner. Aber gut, so ist es wohl manchmal. Das Entscheidende dieser Wahl war sicherlich auch, wenn die CDU jetzt doch noch mal aufgeholt hat. Es ist natürlich die Stärke der SPD und die Schwäche der sogenannten bürgerlichen Mitte. Obwohl ja Armin Laschet, weiß Gott, keine harten Gegner gehabt hat, bis auf einen einzigen. Und der war dafür umso härter, nämlich die CSU. Wie auch schon vor 4 Jahren, der härteste Gegner der CDU, das bleibt die CSU. Insofern plädiere ich jetzt dafür, dass man jetzt doch noch eine rot-rot-grüne Regierungskoalition bildet mit den übrig gebliebenen Linken unter Duldung der CSU und mit Markus Söder als Kanzler. Dass Markus Söder so eine Regierung anführt, das wäre nur fair, weil er hat ja auch am meisten dafür gekämpft. Aber wie auch immer, hier geht es ja um die Emerging Markets grundsätzlich. Auch da ist Politik sehr wichtig und auch da braucht man, was Politik betrifft, ein besonders dickes Fell oft, weil was da passiert in politischer Hinsicht, das ist ja auch nicht immer besonders toll. Und trotzdem wird aber natürlich keiner bestreiten, dass die Emerging Markets dennoch spannende und aussichtsreiche Börsen sind, zumindest in der Regel. Gut, aber heute geht es um eine große Krise in China und damit natürlich genau in dem Land, das für die Weltwirtschaft immer noch den mit Abstand größten Wachstumsbeitrag leistet. In China ist ein Gigant ins Wanken geraten, nämlich die China Evergrande Group. Und viele befürchten jetzt, dass ein Zusammenbruch von diesem Immobiliengiganten, dass der jetzt um sich greifen kann dort, dass der eine Kettenreaktion auslösen kann und in China am Ende vielleicht eine schwere systemische Krise auslöst. Ist auch schon oft verglichen worden mit dem Zusammenbruch von Lehman Brothers, der 2008 ja die Finanzkrise ausgelöst hat. Und wir sprechen auch wirklich von einem Konzern, der vor ein paar Jahren noch der größte Immobilienkonzern der Welt war, nach Börsenwert. Und der agiert in einem heiß gelaufenen Sektor. Was den Sektor betrifft, den chinesischen Immobiliensektor, da kann ich nur verweisen auf ein Video, das ich hier schon gemacht habe im Januar 2019. Und bei Evergrande jetzt speziell, da sprechen wir außerdem von Schulden in Höhe von 305 Milliarden Dollar. Das sind schon fast 2% vom chinesischen Bruttoinlandsprodukt. Und als das akut geworden ist, vor gut einer Woche, da sind die Börsen auch weltweit deswegen wirklich unter Druck gekommen. Dann hat es Mitte letzter Woche nochmal so eine Art Entwarnung gegeben, weil Evergrande gesagt hat, wir haben eine Anleihe pünktlich bedient, allerdings nur die Zinsen natürlich, wohlgemerkt. Und eine weitere Anleihe einen Tag später, die haben sie dann aber auch schon wieder nicht mehr bedient. Das heißt, da tickt jetzt die Uhr und klar, die Unsicherheit ist jetzt natürlich groß und das auch zu Recht. Ich nehme eins gleich mal vorweg. Meiner Meinung nach ist China Evergrande nicht mehr zu retten. Sie wissen ja, zahlungsunfähig, das ist man immer dann, wenn die Gläubiger glauben, dass man zahlungsunfähig ist. Das ist mal das Erste und das glauben sie natürlich. Und Evergrande darf ja auch gar kein neues Geld mehr aufnehmen momentan. Und das schon seit Juni. Das sind Regierungsvorgaben und das war in dem Fall jetzt sicherlich auch nicht besonders hilfreich, weil Evergrande natürlich jetzt frisches Geld gebraucht hätte. Aber machen wir uns nichts vor. Evergrande ist im Prinzip zahlungsunfähig.
Was man so hört aus dem chinesischen Bankensektor, da ist es zum Beispiel schon jetzt so, dass die da die Zahlungsfristen auch nicht mal einhalten. Und wo es auch völlig offensichtlich ist, das sind diese Vermögensverwaltungsprodukte, also das, was bei den chinesischen Privatanlegern so beliebt ist. Das sind spezielle Vehikel mit relativ hohen Zinsen. Und auch darüber hat China Evergrande massiv Geld aufgenommen und sie sind da säumig. Das ist auch schon bekannt und es wird zurzeit ja auch schon darüber verhandelt, ob man diese Anleger vielleicht irgendwie mit Immobilien entschädigen kann. 80.000 Anleger in China haben solche Produkte von China Evergrande gezeichnet mit einem Volumen von über 6 Milliarden Dollar. Evergrande schuldet außerdem den Zulieferern, also den Baufirmen und den Handwerkern, über 90 Milliarden Dollar. Und sie schulden ihren Kunden auch mindestens 600.000 Wohnungen, die schon bezahlt worden sind, die aber noch nicht übergeben worden sind, weil sie wahrscheinlich auch noch nicht fertig gebaut worden sind. Und das war ja auch das Geschäftsmodell. Das hat Evergrande auf die Spitze getrieben. Wohnungen gegen Vorkasse und finanziert mit kurzlaufenden Darlehen, das alles. Damit sind die natürlich richtig groß geworden, aber das fliegt ihnen jetzt eben um die Ohren. Und die andere schlechte Nachricht ist, Peking hat im Grunde nicht die geringste Lust, Evergrande jetzt zu retten. Das hätte man vielleicht früher mal so gemacht, dass man die vielleicht rausgekauft hätte, aber sowas ist schon lang vorbei. Und das würde ja auch an alle anderen Unternehmen in China ein völlig falsches Signal setzen, wenn man sowas macht. Aber das Ganze kommt auch nicht ganz überraschend. Evergrande ist schon sehr lange ein Sorgenkind. Ich habe hier zum Beispiel einen Artikel von Reuters von September 2016. Ist also fast genau vor 5 Jahren gewesen. Und auch da war schon bekannt, Evergrande ist hoch verschuldet und dass das ein Problem ist. Und hier nochmal eine Schlagzeile von Reuters ein halbes Jahr später. Zwischenzeitlich sah es dann mal doch so aus, als würden sie noch die Kurve kriegen. Aber eigentlich könnte man sagen, die ganze Geschichte ist im Grunde ein alter Hut. Dass es jetzt so eskaliert ist, das liegt auch an der Politik. China hat einen riesigen, boomenden Immobiliensektor. Es wird gebaut wie verrückt, die Preise steigen wie verrückt und irgendwann hat das der Regierung aber eben nicht mehr gefallen, weil dadurch natürlich systemische Risiken entstanden sind und weil auch soziale Härten entstanden sind. Und 2017 zum Beispiel, da gab es die berühmte Rede vom Präsidenten, vom Xi Jinping, wo er gesagt hat, Häuser sind dazu da, um drin zu wohnen und nicht, um damit zu spekulieren. Und seitdem wird der Sektor eben auch immer stärker gedrosselt. Das hat ihn jetzt nicht wirklich gebremst, weil die Chinesen immer noch sehr begeisterte Immobilienkäufer sind, trotz der gestiegenen Kosten und obwohl es schon einen riesen Leerstand gibt in China. Aber trotzdem ist durch diese Maßnahmen für die Wohnungsbauer, für die Bauträger, alles jetzt doch immer enger geworden. Was man zum Beispiel sieht am Hang Seng Property Index. Hier der Index auf 3 Jahre war einer der schlechtesten Sektoren in China in dieser Zeit und hat sich auch nach der Corona-Krise nur mäßig erholt und ist jetzt auch die letzten Monate schon nochmal richtig runtergegangen, sogar unter das Corona-Tief. Und dieser Sektor, das ist ein Fall für sich, ein Thema für sich. Und damit Sie sich mal vorstellen können, auch was da gerade los ist und um was es da gerade geht, darum haben wir das alles mal zusammengestellt für Sie ausführlich im neuen Zukunftsmärkte-Report, den Sie morgen kriegen, inklusive auch ein paar Einzelaktien. Und verstehen Sie mich da nicht falsch. Wir wollen Sie jetzt nicht mitten in dieser Evergrande-Krise in chinesische Immobilienaktien reintreiben. Aber es ist natürlich schon klar, die chinesischen Immobilienaktien, die sind jetzt günstig. Wir haben einstellige KGVs, wir haben Dividendenrenditen teilweise im zweistelligen Prozentbereich. Und dieser Report jetzt, der soll erstmal nur zeigen, dass es in dem Sektor, auch wenn es gerade sehr, sehr schwierig ist, dass es da eben nicht nur Aktien wie China Evergrande gibt, sondern dass es da auch Qualität gibt. Das wird im Moment ja zum Teil übersehen. Und die Reports von uns sind gratis. Dieser Report, der geht morgen raus. Also tragen Sie sich dafür ein, wenn Sie es noch nicht gemacht haben, auf www.zukunfts-märkte.de. Aber wie geht's denn mit Evergrande jetzt weiter?
Wie gesagt, ich glaube, Evergrande ist nicht zu retten in der jetzigen Form. Das will die Regierung auch nicht. Aber was sie garantiert will, das ist eine Abwicklung jetzt, die geordnet ist und die koordiniert ist. Also eine kontrollierte Sprengung, wie man früher immer so schön gesagt hat, in der Euro-Schuldenkrise. Mit Blick auf den Finanzsektor in erster Linie natürlich auch und auch mit Blick auf die chinesischen Privatanleger, die, die die Anlageprodukte gekauft haben, die, die die Wohnungen gekauft haben auch, weil sonst gibt es am Ende vielleicht noch Massenproteste. Und die Provinzregierungen, die sind jetzt auch schon angewiesen worden, dass sie prüfen zum Beispiel, ob sie vielleicht Evergrande Bauprojekte abkaufen können unter Umständen, solche Dinge also. Für wen das Ganze wahrscheinlich überhaupt nicht gut ausgeht, das sind die Aktionäre, das ist ja das Übliche. Und für wen es wahrscheinlich auch nur so halb gut ausgeht, das sind die Anleihegläubiger, die Gläubiger von diesen Dollarbonds, institutionelle Anleger. Also die meisten Bonds da, die sind zwar erst 2022 fällig, aber es wird sehr wahrscheinlich trotzdem auf einen Haircut rauslaufen, auf einen empfindlichen Haircut, ist aber auf der anderen Seite jetzt auch nicht die große Überraschung. Also die Bonds sind ja schon lange so stark unter Wasser, das ist jetzt auch nichts Neues. Und die chinesischen Banken, die stehen im Feuer mit ungefähr 60 Milliarden Dollar laut Standard & Poor's. Und da muss man sagen, klar, sowas ist bitter, es ist aber verkraftbar. Und was auch wichtig ist, es wird ja auch kein Totalausfall sein. Das Ganze wird jetzt wahrscheinlich zäh, das wird sich auch hinziehen, aber Evergrande hat schon noch auch Vermögenswerte. Das Umlaufvermögen ist fast so hoch wie die Gesamtverschuldung, nur dass das meiste davon natürlich Bauprojekte sind, die keiner haben will auf die Schnelle. Und obendrauf gibt es aber dann auch noch ein Anlagevermögen im Wert von ungefähr 60 Milliarden Dollar, also Immobilien und sonstige Investments. Es ist also schon noch ein bisschen was da auch. Es ist jetzt nur wichtig, dass wenn Evergrande wirklich abgewickelt werden muss, dass man das alles nicht in Panik macht und auf die Schnelle, dass da dann alles verramscht wird, sondern dass eben wirklich auch noch was übrig bleibt dann am Ende für die Gläubiger. Und solche Abwicklungen sind natürlich kompliziert und China Evergrande ist auch wirklich ein großer Brocken. Aber China kann sowas im Prinzip. Also es laufen 700 größere Restrukturierungen im Moment in China. Es sind auch schon ein paar mittelgroße Banken abgewickelt worden in den letzten Jahren, ohne dass das jetzt das Finanzsystem großartig beschädigt hätte. Und ja auch die HNA Group, die wird auch gerade abgewickelt. Auch so ein Riesen-Pleite-Konzern, war auch mal Großaktionär von Hilton Hotels und von der Deutschen Bank oder ist es vielleicht sogar immer noch, ich weiß es gar nicht. Aber als da die Krise gekommen ist, auch da hat es auch erst geheißen, um Gottes Willen, so eine Riesenpleite, das wird große Kreise ziehen. Aber inzwischen hört man eigentlich nichts mehr. Und seit Januar läuft da eigentlich auch geräuschlos relativ das Restrukturierungsverfahren. Insofern, dass es das Finanzsystem da in die große Krise rasselt, das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Das Problem ist ein ganz anderes, nämlich tatsächlich eben der Immobiliensektor. Den trifft das jetzt möglicherweise sehr, sehr hart. Das hier ist der Nettofinanzierungszufluss der chinesischen Bauträger in Milliarden RMB. Also das Geld, das sie aufgenommen haben und aufnehmen konnten zur Finanzierung von ihrer Tätigkeit. Eine Grafik der Financial Times. Das sieht wirklich nicht mehr gut aus. Der Zufluss geht schon länger zurück, war im zweiten Halbjahr 2019 auch schon negativ. Dann nochmal eine Erholung im ersten Halbjahr 2020, also in dieser Corona-Erholungseuphorie. Aber anschließend jetzt auch schon wieder 2 Halbjahre lang netto negativ. Sie wollen kein Geld mehr, beziehungsweise sie kriegen auch keins mehr. Oder wenn sie welches kriegen, dann nur zu sehr ungünstigen Konditionen. Und das wird sich wegen Evergrande garantiert jetzt nochmal verschärfen. Und zusätzlich kann ja auch die Nachfrage zurückgehen nach Immobilien, weil die Käufer jetzt vielleicht doch vorsichtiger geworden sind. Und auch das ist die letzten Wochen schon passiert auch. Und dadurch ist es jetzt eben gut möglich, dass der Sektor vor einem harten Abschwung steht jetzt kurzfristig.
Und wenn man bedenkt, dass ja der Beitrag dieses Immobiliensektors zum Gesamtwachstum in China, dass der sehr, sehr hoch ist, dass er auch international eine große Rolle spielt für die Bauausgaben und zum Beispiel ja auch für die Nachfrage nach Rohstoffen und nach Industriemetallen, dann ist es natürlich auch kein Wunder, dass da jetzt nicht nur der chinesische Aktienmarkt drunter gelitten hat unter der ganzen Sache, sondern die Börsen weltweit. Und zum Rohstoffsektor hier demnächst noch mal mehr auf dem Kanal. Aber ich habe es schon öfter gesagt, jetzt mal ganz grundsätzlich, wenn es in China eben nicht gut läuft, dann gibt es im Grunde keinen Grund, dass dann nur China fällt, nur chinesische Aktien und alle anderen Börsen, aber nicht so wie es bis jetzt war, vor China Evergrande. Peking hat den Immobiliensektor abgeschrieben eigentlich als Wachstumstreiber, mental zumindest, schon vor Jahren. Peking setzt jetzt auf andere Bereiche, IT, Hochtechnologie, Aufstieg in der globalen Wertschöpfungskette und so weiter. Das bis jetzt auch relativ erfolgreich. Aber ob das den Wachstumsbeitrag vom Immobiliensektor wirklich auf Dauer ersetzen kann, das ist schon durchaus fraglich. Und ich kann mir sogar vorstellen, dass wenn jetzt die Krise im Immobiliensektor zu schwer wird, dass dann die Regierung ihn sogar auch noch mal stützt und dass sie die Drosselungen, die es da gibt, auch wieder zurücknimmt, zumindest vorübergehend. Und das kann den Immobilienaktien dann tatsächlich sogar noch mal Schub verleihen unter Umständen. Günstig sind sie ja, aber das muss man schon beobachten die nächsten Wochen. Und ich werde jetzt noch zwei Videos anschauen zu China Evergrande, die meine hochgeschätzten Kollegen gemacht haben. Lars Erichsen und Armin Back. Die waren natürlich mal wieder schneller als ich und ich habe sie bis jetzt noch nicht gesehen. Ich bin schon sehr gespannt drauf. Kann natürlich sein, dass die jetzt auch ganz andere Schlüsse ziehen aus der Situation, wo man dann vielleicht sagen würde als Zuschauer, naja, also da erzählt aber auch wirklich jeder was anderes. Ich weiß es nicht. Jedenfalls der Lars und der Armin, die leisten hier schon beide ganz hervorragende Arbeit. Und wenn es unterschiedliche Standpunkte dazu geben sollte, dann ist sowas ja auch immer interessant, würde ich sagen. Und es ist ja zum Glück hier auch nicht so, dass wir hier so eine Art Triell hätten oder sowas, wo es jetzt um die Deutungshoheit geht, die nächsten 4 Jahre. Hier entscheidet immer noch der Yahoo-Suchalgorithmus. Vielleicht sollte der auch die nächste Wahl entscheiden, aber vielleicht ist es ja auch schon so, dass er das sowieso schon längst tut. Wie auch immer, geben Sie mir und meinem Kanal hier auf YouTube jetzt Ihre Stimme und gehen Sie auf den Abonnier-Button. Geben Sie ein klares Votum ab für mich und mit Ihrer Zweitstimme dann bitte auch noch die Glocke drücken, weil dann sehen Sie nämlich auch immer rechtzeitig, wenn neue Videos von mir da sind. Wir stehen vor großen Herausforderungen, darum braucht Deutschland jetzt mehr denn je den Zukunftsmärkte-Kanal und natürlich auch den Zukunftsmärkte-Report zum chinesischen Immobiliensektor, der morgen rausgeht. Also nicht vergessen, noch rechtzeitig dafür eintragen auf www.zukunfts-märkte.de. Der Link dafür steht hier auch unter dem Beitrag. Danke für Ihr Vertrauen, alles Gute Ihnen und vielen Dank fürs Zuschauen.